Dresden-Köln. Beim Wer wird Millionär-Weihnachts-Special am gestrigen Montagabend haben einige Kandidaten Moderator Günther Jauch, 62, mal wieder zur Verzweiflung getrieben. So auch Jennifer Lausen aus Essen. In der Vorrunde konnte sie die Frage am schnellsten beantworten und hüpfte mit ihren Rentierhörnern freudestrahlend auf den legendären Stuhl. Der Grund für ihren lustigen Kopfschmuck: Die Essenerin ist von Beruf Pflegefachkraft und geht jedes Weihnachten arbeiten, um älteren Menschen eine Freude zu bereiten. Bevor es jedoch richtig losging, bekam die Kandidatin vom Weihnachtsmann noch ein kleines Geschenk. Zu den schon bestehenden Sicherheitsstufen durfte sie zusätzlich noch eine wählen. Doch bei Jennifer galt Safety First, drum setzte sie diese bei 4000 Euro. Und schon konnte der Kampf um die Million beginnen. Die ersten Fragen meisterte Jennifer ohne Probleme. Doch bei der siebten Frage geriet die Altenpflegerin bereits ins Stocken, denn es wurden ihre mathematischen Kenntnisse getestet. Es führte kein Weg daran vorbei. Jennifer musste den ersten Joker zücken und befragte das Publikum. Das half ihr zum Glück auf die Sprünge und Jennifer erreichte die 4000 Euro. Doch die 16.000-Euro-Frage brachte die Essenerin wieder ins Zweifeln. In dieser Frage ging es darum, in welcher Landeshauptstadt es mit dem Striezelmarkt einen der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland gibt. Bei den Auswahlmöglichkeiten Dresden, Mainz, München und Kiel tendierte die Altenpflegerin zu Dresden. Doch weil die alle so weit weg sind von zu Hause, war sich die Altenpflegerin unsicher und griff, nach ihrem Motto Safety First, zum Telefonjoker. Dieser tendierte nach langem Zögern ebenfalls zu Dresden. Zum Ende des Telefonats verabschiedete sich die Kandidatin mit "Danke dir, mein Schatz". Günther Jauch ist völlig verdutzt, schließlich sitzt Jennifers Mann im Publikum. Müssen wir uns Sorgen machen? Fragte Jauch. Nein, mein Stiefpapa, antwortet die Altenpflegerin. Sorgen müsse sich auch nicht machen. Schließlich ist er sowieso zu alt, da hat sich das erledigt, erzählte Jennifer und bringt das Publikum damit zum Grölen. Letztendlich entschied sich die Essenerin für die Antwort Dresden und kam in die nächste Runde. Immerhin schaffte Jennifer es bis zur 12. Frage und ging mit 64.000 Euro glücklich nach Hause.